Und ja, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Bikrösti ist einer meiner Lieblingsburger. Deswegen wollte ich den mal nachmachen. Öfters darüber nachgedacht, aber nie gemacht. Als erstes reiben wir 4 Kartoffeln auf der groben Reibe. Jetzt werden die Kartoffeln richtig gut gesalzen. Durchgekneten, wir lassen die 10 Minuten stehen, damit die Flüssigkeit aus der Kartoffel rauskommt. Hier habe ich Hackfleisch mit 20% Fettanteil. Das wird auch gewürzt, mache ich immer. Mir schmeckt das besser. Das Ganze gut durchkneten. 200 Gramm. Ich kann es natürlich mit der Hand formen, aber ich möchte es heute besonders schön haben. Und erhalten solche wunderbare Patties. Jetzt müssen wir aus der ganzen Kartoffelmasse hier die Flüssigkeit rauspressen. So viel wie möglich. Wieder zurück in die Schüssel. Ein Esslöffel trockene Stärke gebe ich in einen Topf, einfach 100 ml Milch. Sofort hinterher 100 Gramm Schmelzkäse. Lass es erstmal ein bisschen schmelzen. Würze alles mit Salz und Pfeffer. Ein bisschen Cayennepfeffer für die Schärfe. Nachdem kommen da 150 Gramm Cheddar. Jetzt mache ich die Hitze aus und lasse den Käse einfach schmelzen. Es ist noch nicht ganz geschmolzen, aber man sieht schon, die Konsistenz ist, die ist richtig gut. Etwas Öl auf die Platte oder Pfanne und darauf unseren Kartoffelteig, den wir langsam ausbacken, damit er auch schön durch wird. Drehen die Röste einmal um und die sehen sehr gut aus. Wenn das geschehen ist, kommt auch das Fleisch drauf. Und der Bacon wird auch noch ausgelassen, angegrillt. Wenden einmal den Bacon. Nach 5 Minuten wende ich das Fleisch. Sieht sehr gut aus. Schmeiße hier dazwischen ein paar Laugenbrötchen. Zeit, den Burger zusammenzubauen. Und der sieht alles gut aus. Die Soße ist noch nachgezogen, die ist richtig. Ich mache die überall, auf dem Boden, auf dem Deckel und zwischendurch. Es darf natürlich nie Salat fehlen. Ein paar Vitamine müssen sein. Hier ist das Fleisch. Das ist übrigens noch Medium, nicht ganz durchgebraten. Es war frisch vom Metzger. Und darauf unsere Rösti. Ein bisschen Käse und dann der Bacon. Der muss richtig knusprig sein. Und was ist besser als Käse? Noch mehr Käse. Also hier auf dem Deckel noch mal was drauf. Ich finde, die Soße kommt richtig nah dran an das Original. Und das Fleisch, okay, das ist schon ein bisschen mehr durch, aber trotzdem saftig und zusammen mit den Kartoffeln, Brot, Käse. Eine Wucht. Also es schmeckt wirklich gut. Macht es nach. Ich kann nur empfehlen, es ist super, super lecker.